Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Foraga, beziehungsweise wir streamen das gleichzeitig. Ich bin mal gespannt, ob Leute kommen. Ich muss erstmal gucken, warte, ist das überhaupt auf Public? Ja. Denn ich hatte das gestern rumprobiert und da hatte ich es auf nicht Public gestellt gehabt. Und dann hat er trotzdem das irgendwie wieder auf Public gestellt für 30 Sekunden. Dann waren gleich schon drei Leute da und zwei Likes und was weiß ich. Das war richtig strange. Aber ja, wir spielen jetzt einfach hier Foraga weiter. Wir haben schon 2 Stunden gespielt. Richtig krass. Wir sind immer noch der Fisch, wo ich immer noch nicht weiß, was es mir genau bringen soll. Aber ist schon okay. Und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was man in diesem Spiel überhaupt machen soll. Auf jeden Fall kann man viel abbauen. Wo sind wir überhaupt stehen geblieben? Wir haben auf jeden Fall die Bank hier uns geholt, die jetzt immer mal Geld produziert. Das ist schon mal ganz nett. Und was können wir sonst machen? Können wir irgendwas Neues vielleicht bauen? Nee, in der Industrie ist nichts Neues. Nö, wir können wirklich nur diese Bank neu bauen, ne? Heißt, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist Sachen abbauen, Sachen abgeben und eventuell... Lass mich da durch! Ja, Stufe 15! Eventuell Stufen aufsteigen und mit den Stufen neue Sachen freischalten. Wie wär's denn damit? Neue Sachen freischalten ist immer gut. Was böse? Was ist böse? Und wieso bist du hier, obwohl draußen die Sonne scheint? Geht gar nicht. Bei so schönem Wetter kannst du doch keinen Stream angucken. Blub. Wenn ich... Was? Wenn ich nicht kann, streamst du. Oh. Das tut mir leid. Sind sowieso gerade nicht so viele da. Was machst du denn Schönes, dass du nicht kannst? Heute ist doch nur Mittwoch. Was kann man an Mittwoch Tolles machen, außer Stream zu gucken? Und draußen zu sein und die Sonne zu genießen und was weiß ich, was man alles machen kann. Ich mag diese Bank, die ist toll. Blub, 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 blub. Fischi, 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 Fischi. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Bisschen Kohle. Kohle ist immer ganz nett. Gib mir mal dein... Ich bin hungrig. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie dieses Spiel geht, jetzt ohne Witz. Gib mir mal dein Teil hier. Ich will dein Ei haben. Dankeschön für dein Ei. Passend zu Ostern hole ich mir natürlich die ganzen Eier hier. Bin bei einer Freundin. Tja, dann viel Spaß bei deiner Freundin. Dann kümmere dich lieber um deine Freundin statt hier um den Stream. Ist schon okay. Aber danke fürs kurz reinschauen und Hallo sagen. Zack, zack. Stirb, du komischer Schleim. So, und das hier soll angeblich kein Schweinchen sein, sondern eine Kuh. Weil das so gepunktet ist. Die Nicole meinte, das wäre eine Kuh. Mal gucken, kriege ich irgendwie... das hin, eine Flasche zu craften. Ich brauche 2 Glas dafür. Kann ich 2? Nee, ich kann nur 1 Glas machen. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein bisschen Sand drin? Nö. Ich brauche trotzdem Glas. Ich will wissen, ob das eine Kuh ist. Das wird zumindest erklären, warum die Leder droppen. Weil Schweine an sich droppen doch kein Leder, oder? Oh. Nein, oh. Es macht auch Kuhgeräusche. Nicole hat vollkommen recht. Du hattest vollkommen recht, Nicole. Die Moon, wenn man sie tötet. Aber sie sehen wirklich aus wie fucking Schweine. Kommt doch keiner drauf, dass das Schweine sein sollen. Okay, aber dadurch, dass die Poyu schon mal eben da war, dass das beruhigt mich schon mal, dass der Stream zumindest online ist. Das ist doch schon mal schön. So, dir kann ich leider gar kein Geld geben. Dann müsste man... In einem Schlag müsste man der 1000 Gold geben, oder was? Damit sie weiter irgendwas machen kann. Das ist viel zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Nee, nee. 1000 Gold. Dafür kann ich mir ja 3 Inseln kaufen. So, hallo kleine Kuh. Ich brauche Sand. Ein Sand fehlt, glaube ich, noch. Ein Sand. Und dann gehört mir die Welt. Oder können wir... Haben wir schon genug Sand? Nee, ein Sand fehlt noch, damit wir noch ein Glas herstellen können. Und mit dem Glas können wir dann eine Flasche herstellen. Und mit der Flasche könnten wir uns dann endlich mal von den Kühen hier... Was immer noch aussieht wie ein Schwein. Das ist so eine Mischung aus Schwein und Kuh. Es sieht einfach... voll aus wie, wie ein Schwein. Ich meine, der hat ein Grunzgesicht und so. Aber es hat halt Punkte. Und deswegen ist es eine Kuh. Richtig strange Kuh. So eine richtig hässliche Kuh vor allem. Na gut, können wir denn vielleicht noch irgendwas abgeben hier? Hallo. Ich habe Sachen, eventuell. Eventuell habe ich... Nee, ich habe nichts. Eventuell habe ich hier noch irgendwas. Hier, ich habe Zitronen für dich. Hallo, Kero. Du mal in meinem Stream. Das ist interessant. Na, wie geht's dir? Kannst du mir hier immer Tipps geben? Im Stream darfst du das. Im Stream darfst du mich ein bisschen spoilern. Aber nur so weit, wie ich halt gerade noch bin. Und eventuell siehst du schon, dass ich sehr am Anfang bin. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Farm? Hallo? Hallo, ich würde gerne Sachen abgeben. Dankeschön. Ich glaube, ich habe Eier. Genau, Eier habe ich. Die Dinger habe ich. Davon habe ich auch was. Ich würde richtig gerne Milch abgeben. Ach du Scheiße, der braucht 50 Milch? Dann muss man ja 50 Flaschen herstellen. Das ist ja richtig assig. Boah, wie soll ich denn so viel Zeug farmen?
kriege ich ja niemals hin. So, was willst du von mir? Die Dinger habe ich. Die roten habe ich schon genug abgegeben. Tja, Kohle. Ich habe auch gar keine Kohle irgendwie. Wow. Na gut, tschüss, komischer Typ. Ja, wie geht's dir, Kero? Wieso bist du nicht draußen bei der schönen Sonne? Mir geht's gut. Ja, mir geht's auch gut. Bisschen verplant, weil ich eben noch Schule gemacht habe. Blöde Logarithmen in Mathe. Hatte ich davor nie. Ich kannte das gar nicht. Oh, ein Anker! Alter, was? Der ist einfach 200 wert. Da musst du mir mal kurz helfen, Kero. Wenn ich jetzt... Das geht wahrscheinlich nur mit dem Skill, ne? Dass ich die Sachen verkaufen kann. Da muss ich wahrscheinlich hier diese Märkte freischalten, oder nicht? Oh, Neko ist auch hier. Hi. Hallo Ellie, hallo Lisi, hallo Neko, hallo wie auch immer man dich nennt. Ey, ja, Kero, sag mal, ob man hier Handeln freischalten muss, damit ich dann die Sachen verkaufen kann, wie den Anker jetzt zum Beispiel. Oder brauche ich dafür noch irgendwas anderes? Ja, den Markt. Okay. Wird das eigentlich im Stream angezeigt? Wenn ihr was schreibt? Eigentlich sollte der Stream der Chat angezeigt werden. Ja, wird angezeigt. Okay, super schön. Jetzt habe ich einen tollen Markt. Extrem wichtig. Noch eine Sache. Würdet ihr sagen, dass das hier Schweine sind oder dass das Kühe sind? Hier, das Ding hier. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt wahrscheinlich bei Wirtschaft, oder? Ja. Okay, Holz haben wir genug. 20 Ziegel, 5 Leder. 5 Leder, 20 Ziegel. Bup, 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 bup. Ich kann nur 10 herstellen. Nein, ich habe wieder keine Kohle. Ich habe nie Kohle. Ich hasse Kohle. Wie kriegt man dieses Spiel schneller Kohle? Das ist voll assig. Das sind Kühe, die geben Milch. Ja, aber sie sehen aus wie fucking Schweine jetzt, ohne Witz. Die machen halt auch Mu, wenn man sie tötet. Hier. Mü. Und geben auch Leder. Also es macht schon Sinn, dass das Kühe sind. Aber sie sehen einfach aus wie fucking Schweine. Komische Kühe sind das. So. Ich glaube, ich kann noch ein Glas herstellen, oder? Nee. Hä? Nein, ich habe gerade mein Glasmaterial weggegeben. Ach, die Kohle, ja. Lame. Für jeden Scheiß braucht man hier Kohle. Hallo, Masu. Wie geht's dir? Alles cool. Warum bist du hier im Stream und nicht draußen, wo die Sonne scheint? Und hallo, Gamekiller. Es gibt einen Skill, der in jedes Mal Kohle gibt, egal was man abbaut. Hey, das wäre ja mega krass. Bei Kohle braucht man wirklich irgendwie für alles. Und ich habe irgendwie keine Lust, die ganze Zeit Bäume abzufällen hier, nur damit ich sie in Kohle verwandeln kann. Das ist nämlich ultra nervig. Ach, nur Steine, okay. Aber das wird ja auch schon helfen. Und noch eine Frage, die mir auch noch keiner beantwortet hat. Wenn die Hungerleiste runtergeht, also dass sie auf Null ist, was passiert dann? Verliert man dann mit der Zeit Leben oder kann man dann einfach nicht mehr abbauen oder was macht man? Das habe ich auch noch nicht rausbekommen. Ich habe mich noch nicht getraut, so lange zu warten, bis da irgendwas passiert. So, Glas 1 und Ziegel brauche ich noch ein paar. Dann verliert man Leben. Okay. Danke schön für die schnelle Antwort. Dafür ist Stream halt mega gut irgendwie. Ein Herz. Aber das bekommt man ja wieder, wenn man wieder isst. Also von daher. Und was passiert, wenn man tot ist? Muss man dann ganz neu anfangen mit den Inseln? Also ist dann alles weg? Oder verliert man einfach nur EXP? Oder keine Ahnung. So, Flasche herstellen. Dann kann ich gleich meine erste Kuh hier melken. Richtig cool. Da freue ich mich drauf. Das wird krass. Nee, kein Permadeath. Also man startet einfach dann hier auf seiner Insel neu, oder was? Was hat man denn dann für einen Nachteil, wenn man stirbt? Klack. Verliert man dann wenigstens seine Sachen, die man im Inventar hat? Safe Start und Neuladen vor dem Toten fertig. Safe State? Nee, das ist ja lame. Tod muss schon tot sein. Da muss schon irgendwas sein. Sonst ist das ja Cheaten. Gibt kein Nö. Toll. Also Tod ist einfach nur, weil es ein Spiel braucht. Okay, cool, wir haben unsere Flasche. Jetzt können wir mal... Haben wir noch irgendwo eine Kuh? Habe ich die jetzt echt alle getötet? Das wäre richtig lame. Nein, kleine Kühe. Wo seid ihr? Ich habe echt alle Kühe getötet. Nee, da ist noch eine Kuh. Hallo, Kuh. Ja! Ich habe Milch. Das ist schön. So. Wo musst du was abgeben? Bei Kochen oder bei Jagen? Ich glaube bei... Nee. Bei Wildbeuter? Auch nicht. Dann bei Farm. Ja. Alter, dann muss man wirklich 50 Flaschen herstellen. Das wird ja Ewigkeiten dauern. Holy crap. Okay. Du stirbst und dann wird dein Spielstand neu geladen und Ende. Ja, toll. Aber das heißt ja irgendwie, dass die vielleicht vorher vorhatten, dass dann alles weg ist. Aber das fanden sie vielleicht zu krass und deswegen haben sie es so gemacht. Tack, tack. Das ist so nervig mit diesen ganzen Reusen hier. Das fand ich schon bei Stardew Valley irgendwie nervig. Jeden Morgen diese Reusen dazu zu lernen. Und hier muss man das sogar noch häufiger machen.
So, ich wollte auf jeden Fall einen Markt, gell? Für einen Markt brauchen wir noch 8 Ziegel und Leder. Ziegel, 8 Stück. Und Leder kommt man, glaube ich, hier herstellen, naja. Aber dafür brauchen wir erstmal Fäden. Und zwar 10 Stück. Wenn du ein zweites Geldgenerator neben den anderen stellst, sind beide 50% schneller. Neben der Bank, meinst du? Okay. Wie viel kostet denn so eine Bank eigentlich? Zu viel. Ich komme an diese Goldbarren immer nicht ran für eine Bank. Bin schon froh, dass ich überhaupt eine Bank hier hinbekommen habe. Später läuft alles automatisch, hab 10k Glas. Wow. Dann wird das später so ein bisschen wie Factorio, ja? Meine Nähmaschine steht hier auch irgendwie doof. So, 5 Leder. Und dann sollten wir auch gleich... Eine Kohle brauchen wir noch. Alles klar. So, eine Kohle, dann können wir noch... Was fehlt uns noch? Ein Ziegel fehlte noch. Am Anfang ist es echt zäh, aber... Ich verlasse dich wieder. Oh nee! Okay, dann bis dann. Schön, dass du kurz da warst. Und danke für die Tipps. So, jetzt haben wir die ganzen Ziegel. Jetzt können wir irgendwo ein... Achso, Leder fehlt noch. Komm, gib her. Nein, das ist das da wieder hinten. Genau deswegen steht das Ding so kacke. Ah, ich muss das abbauen. Das ist mir zu blöd. Immer wenn ich hier irgendwas crafte, dann landet das unten links in der Ecke und ich kann es nicht einsammeln. Zum Glück kriegt man die ganzen Sachen da wieder raus. So, also, wir packen hier hin. Einen Markt. Wo soll... Oh Gott, ist der groß. Ich glaube, ich brauche eine neue Insel für den Markt. Dann lass erstmal die Nähstation noch irgendwo anders hinbauen. Aber die passt nirgendwo. Kommt die Nähstation einfach dahin. Wenn das immer nach unten links wirft, wenn das rauskommt, dann wird das da schon irgendwie passen. Verliert man Sachen, wenn man Sachen abbaut? Weil sonst habe ich gerade richtig den krassen Trick ge... Guck mal, Leute. Du kannst die Nähmaschine hier abbauen. Kriegst das ganze Zeug wieder, was du benutzt hast, wie ich das gerade sehe. Und wenn du das Ding dann wieder hinstellst... Farben? Nee. Industrie? Nähstation? Stellst das da wieder hin und dann kriegst du einfach 34 XP. Lul, so kann man voll XP farmen. Ist ja viel zu krass. Wenn das... Nee, das kostet wirklich nichts, ne? Man kriegt einfach alles wieder, so kann man voll XP farmen. Holy crap. Voll der Hack hier. Und Leute, habt ihr GOT geguckt, die zweite Folge? Oder juckt euch GOT so gar nicht? Gebt mal dein Leder her hier. Bei mir ist leider die Folge am Ende abgekackt, wo noch 7 Minuten waren. 7 Minuten hätte ich noch gucken müssen und da ist dann die Folge abgekackt und jetzt muss ich das irgendwann nochmal gucken und voll nervig. Und vor allem GOT ist ja so eine der Serien, wo am Ende immer ein Cliffhanger ist. Also da passiert eigentlich der krasseste Scheiß und genau den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Zack, danke für das Ei. Du auch? Ja, ganz viele Eier. So, dann lass mal gucken, wie viel kostet denn eine neue Insel? 280, 270, 2050, ey, wie kriegt 5700? Wie sollen wir denn so viel Geld zusammenbekommen? Okay, ich glaube, dann spare ich auf die 270er hier, ne? Traurig, selbst ich habe das geguckt. Was, GOT? Wie fandest du denn die zweite Folge und auch die erste? Ich muss sagen, ich fand die erste ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Weil da nicht so viel passiert ist. Die zweite ging so... Bin gespannt, wie das dann wird, wenn die White Walker da endlich mal angreifen. Das ist bestimmt voll die Action. Jetzt haben wir auch gleich auf jeden Fall genug Geld. Jetzt, okay. Jetzt holen wir uns eine neue Insel. Ich hoffe, auf dieser Insel gibt es ein bisschen Platz. Nicht so wirklich. Okay, aber eine neue Insel, immerhin. Brücke. Plapp, plapp. Das ist auch wieder irgendein Rätsel hier. Okay, wir haben komische Schriftzeichen auf den Dingern. Man kann die ansprechen. Wir haben ein H, wir haben ein T, wir haben ein I und wir haben ein, was weiß ich, was das ist. Man kann die mit A ansprechen und dann werden sie gedrückt. Die muss man garantiert in der richtigen Reihenfolge drücken. Das war falsch. Aber was genau soll das denn aussagen? P. Also man kann... Nee, das ist kein H hier. Was soll das hier darstellen? Das raff ich nicht. Vielleicht von einem Strich zu zwei Strichen, zu drei Strichen, zu vier Strichen? Ah ja. So einfach. Lol. Also manchmal bin ich schlauer, als ich denke. Bum, bum, bum. Brauchen wir wieder einen Schlüssel, gell?
So, und hier ist zumindest ein bisschen Platz. Dann würde ich hier einfach nochmal den Markt irgendwie hinbauen. Was? Nein, der ist ja viel zu groß. Ich kann nirgendwo diesen Markt hinbauen. Ich könnte die Insel hier drüben benutzen für den Markt. Wenn ich hier alles abbaue, dann sollte doch der Markt hier hoffentlich hinpassen, oder? Dann wird das hier unsere Marktinsel, warum nicht? Für was anderes ist diese Insel hier sowieso nicht gut. Ich glaube, hier war sowieso nur eine Kiste drauf, ne? Erst rechts unten schlagen, dann links oben. Achso, ja, habe ich ja schon rausbekommen. Nicht vorsagen, nur Tipps geben, wenn überhaupt. Vorsage ist ein bisschen lame. Will ja auch selber überlegen. Ich meine, mein Kopf ist jetzt nicht so schlau, aber ein bisschen überlegen sollte der trotzdem schon, sonst verdirbt er irgendwann. Du kannst den auf Wasserplattform bauen. Das geht? Ohne Witz? Das wäre ja mega krass. Aber jetzt habe ich hier gerade alles freigeräumt, deswegen packe ich den jetzt hier hin. Stimmt. Der packt das jetzt auf dieses Holzteil da. Jetzt passt das gerade so hier hin. Holy crap. Ja, ich habe einen Markt. Da verkaufe ich jetzt einfach den Anker, gell? Ey, so kriegt man ja richtig viel Gold. Das ist ja mega gut. Ich glaube, diese roten habe ich sowieso schon genügend, deswegen gebe ich die einfach mal ab. Ist ja ultra gut. So kann man richtig viel Geld farmen hier. Ich glaube, ab jetzt geht das hier richtig schnell unterwegs. Oh, so. Stell dich doch nicht in den Weg, wenn ich hier abbauen möchte. Komisches Küken. So, ich muss mal ganz kurz gucken, was wir schon abgegeben haben. Von diesen Smaragden. Und alles, was wir schon abgegeben haben, werde ich dann verkaufen. Müsste dabei Bergbau sein, ne? Ja, also die roten haben wir auf jeden Fall schon fertig. Haben wir diese grünen schon fertig? Haben wir noch nicht. Gut, dass ich sie nicht verkauft habe. Den Rest kenne ich so noch gar nicht. Gold haben wir ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Kohle fehlt auch noch richtig viel. Ich bin so gespannt, was man hier bekommt, wenn man alles abgegeben hat, so ein ganzes Paket. Ob sich das überhaupt lohnt. Wenn man da nur Geld bekommt, dann wäre lame. Aber so kommt man wirklich richtig schnell zu Geld. Okay, dann können wir uns, glaube ich, auch noch mehr Land kaufen hier. Wird natürlich später auch richtig teuer hier alles. Ja, komm. Wir holen uns die Weed-Insel hier, 420. Alter, neuer Questgeber! Wow, gib mir eine Quest! Lass mich durch, blödes Küken. Oh, da sind komische Gegner drauf. Sind das Gegner, diese komischen roten Teile, die da drüben sind? Diese Käfer? Ihr werdet sehen. Farmbrücke. Tut hier mir weh? Nee. Kann man die zerquetschen? Hallo? Kann man euch irgendwie kaputt machen? Okay, die sind einfach nur hier und chillen. Und das sieht aus wie Chili. Pepperoni! Yay! I like. So, Brücke. Hallo, was willst du von mir? Oh, Leute, es ist zu gefährlich. Nimm das. Oh, danke für die Scheiße. Ich mag dich sehr. Hast du noch mehr? Mein Vogel Freud hat mir von goldenen Eiern erzählt. Ich habe es jetzt noch keines gesehen. Das würde ich aber gern. Oh, gäbe es bloß jemand jungen und coolen. Oh, ich bin jung und cool. Der eines suchen könnte. Ein goldenes Ei will er. Okay, ich habe aber tatsächlich auch noch kein goldenes Ei gesehen. Vermutlich muss man da mit seinen Chicken irgendwie richtig gut umgehen. Vielleicht kann man die auch irgendwie füttern oder sowas. Keine Ahnung. Oder man muss richtig viel Glück haben, dass sie einfach mal ein goldenes Ei fallen lassen. So. Oh, das nervt so, dass man so häufig essen muss. Ohne Witz. Das ist irgendwie das einzig Nervige an diesem Spiel, finde ich. Dass man gefühlt jede Minute zweimal essen muss. Dann muss man immer die ganze Zeit hier gekochten Fisch machen und was weiß ich. Und das kostet auch wieder ganz viel Kohle. Jetzt habe ich wieder keine Kohle. Brauchen wir denn Holz für irgendwas? Ein bisschen schon, ne? Für die ganzen Brücken, aber sonst? Glück mit Goldei, okay. Also einfach immer seine Chicken hier abfarmen und hoffen, dass da eventuell irgendwann mal ein goldenes Ei rauskommt. Alter, da ist noch mehr Scheiße. Gut zu wissen. Okay, du scheinst dich ja auszukennen, Masu. Weißt du, was das bringt, wenn man jetzt zum Beispiel dieser Fisch ist? Das macht wahrscheinlich, dass die Reusen häufiger irgendwas finden, oder? Weil ich habe ja einige von diesen Hüten, aber ich weiß nicht, was genau die bringen. Ich glaube, der Zylinder macht, dass man mehr Geld bekommt. Was hier der Körper bringt, gar keine Ahnung. Und Flügel habe ich auch noch keine. So vieles in diesem Spiel, was einfach nicht erklärt wird, was man sich irgendwie herleiten muss, ist ein bisschen strange. Nur aussehen, kein Vorteil. Okay. Außer Zylinder. Auch die anderen Sachen nicht auf dem Kopf. Weil da gibt es auch noch eine Sprosse und so ein Krams. Das bringt auch alles nichts. Das verstehe ich auch noch nicht, warum hier Madame immer nur zu bestimmten Zeiten da ist. Finde ich auch merkwürdig. Aber gut, wenn Madame immer nur zu bestimmten Zeiten da sein will, dann ist das halt so. Wir sind auch gleich Level 16, dann müssen wir mal gucken. Es gibt noch richtig coole Skills, die man freischalten kann. So, dann schauen wir mal. Skills.